Moin moin, liebe Shakes und Fidget-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Ja, eigentlich müssten wir traurig sein, denn das Epic-Wochenende, was zumindest von unserer Gilde so sehr erwartet wurde, ist Vergangenheit. Ich habe tatsächlich noch meiner Unterwelt eine Etage geschafft, mega nice. Und hab da nochmal den Schickenwerfer bekommen. Sogar eine Waffe direkt mit Sockel. Stats besser, die Spanne ist nicht mal annähernd so krank, wie sie vorher war. Ja, war einfach mega gut, mega glücklich gewesen, dass ich einfach nochmal eine neue Waffe bekommen habe. Und wir haben dieses Epic-Wochenende, also gestern und heute, tatsächlich zwei Raids nochmal geschafft. Das spricht einfach dafür, dass wir uns sehr stark verbessern konnten. Mega, mega gut. Ja, die Waffe, der Gegner hier erinnert mich irgendwie an den Spektraltiger. Was war das denn für ein Glitzerdings hier? Und hier ist die Valkyrie. Ordentlich Stärke am Start. Bin gespannt. Ja, guck mal, Fischfloss hat den schon ordentlich was abgezogen und Rupp musste nicht mal kämpfen. Na, eigentlich können wir da auch mit nochmal hier dran denken, nächstes Mal nochmal ein Raid zu starten. Otti hat auch eine neue Waffe, sehe ich gerade. Ich mir gleich einmal angucken. Mega nice. Tatsächlich, Klinge aus purem Gold. Na krass. Not bad. GZ auf jeden Fall. Mega nice. So, schauen wir uns einmal hier durch. Wir bekommen hier gleich einen neuen Edelstein oder einen neuen Key. Wer weiß das schon. Ein USB-Stick, wer kennt ihn nicht? So, mach einmal das Gegenportal. Zack. Oh! Leute, Dauerschleife der Idole. Nee, das finde ich unfair. Hier will ich gar nicht kämpfen, weil ich bin da nicht drin. Ne? Also, na, Spaß. Natürlich mache ich da weiter, aber es ist schon traurig, dass ich da nicht bei bin. Wir gucken einmal hier bei der Hexe. Talismänner will sie haben. Gehen uns einmal hier verschrotten, ist oder so alles durchs Klo gespült worden. So ein nice. Damit sollten wir auch das Archivment haben. Lied der Schmieden. Mega, mega cool. Freut mich total und wir können. Ne, nicht von Akunigo, ne? Will von mir, ich weiß. Ah, guck mal, jetzt kann ich es doch wieder verbessern. Ah, ich brauche einfach mehr Steine. Ja, nice. Ne, was haben wir denn hier? Reise in den Gammelforst. Muss gleich gucken, ob wir bei den Pets irgendwas beachten müssen. Donnerstag und Freitag war das, ne? Freitags. Donnerstags, aber ich meine, Montag war auch irgendwas. Ist jetzt schon Montag? War doch. Ne, war gar nicht dabei. Okay. So, schauen wir einmal. Ja, was Schmutz. Boah, ich will die eigentlich haben, eine 300k Gold. Wo müssen wir dafür montags hin? Totenkopfinsel. Ich hoffe, ich habe die gerade nicht. Ich will das einmal herausfinden jetzt. So, die holen wir. Können die dann direkt zerlegen?
Guck mal hier, jetzt bin ich gespannt. Ja, nice. Mega cool. Aber die Tink, die wird auf ein sehr hohes Level gebracht, das weiß ich. Ah, guck mal, sind fast mega cool. Hat das auch geschafft? Ja, das aber eigentlich schafft. Vor allen Dingen, wieso ist denn Geschick und... Ach, lol, die Werte sind alle hoch. So, hä? Frag mich nicht, sehr kurios. So, aber cool ist, dass wir hier fast ein Level up sind. Und, auf jeden Fall nicht vergessen, hier mit reinzuschauen. Hier haben wir Gold. Genau das wollte ich upgraden. Ein paar Helden anlocken hier. Alle wegsnacken. Ist das immer dasselbe? Ich weiß nicht warum, ist mir auch völlig egal, aber mega nice, wir können das jetzt machen. So, mega cool. Haben wir das schon mal? Sieht jetzt auch ein bisschen anständiger aus, ja. Hier kriegen wir auch schon Gold drüber. Ist auch eine nice Sache, finde ich. Auch erst auf höheren Stufen wirklich rentabel. Jetzt noch nicht so sehr. Und nice, unsere Kunigunde ist auf 200, liebe Freunde. Und in der Ehrenhalle waren wir auch schon mal höher platziert. Die letzten Kämpfe, da hatten wir leider nicht so viel Glück. Versuchen es jetzt noch mal. Ja, Gegner startet natürlich direkt mit einem Crit. Aber jetzt müsste von uns ein Crit kommen. Also ich war kurz vor den Top 100, ja, mega cool. Auf jeden Fall, aber es hat dann leider doch nicht gereicht. Ah, da waren Seen bei, noch mal Gold. Oh, lecker, sogar coole Früchte waren dabei und Seelen waren auch dabei. Können wir jetzt? Wir haben hier noch nicht gekämpft. Doppelzombie. Ja, moin. Nein, durchgeklatscht. Ehre. Das ist dann aber auch schon was länger nicht mehr dabei, kann das sein? Der Dr. Banks? Oder ist das ein, wenn es ein ausländischer Spieler ist, kenne ich ihn so oder so nicht. Also wenn, dann kenne ich nur ein paar deutsche Leute. Hier ist noch kein Weiterkommen. Nö. Bevor wir jetzt hier weiter verbrennen. Lassen wir es. Hätte klappen können. Wäre nice für euch fürs Video gewesen. Wir können hier unsere Kunigunde weiter pushen. Machen wir mal eben auf 2,5. Wenn ich sehe, wie teuer das ist, ne, dann könnte ich anfangen zu weinen. So, dann haben wir soweit alles geschafft. Ist halt schade. Nee, eine Sache habe ich noch für euch. Und zwar müssen wir hier noch ein paar Angriffe machen. Weil ihr habt gesagt, dass es halt auch nice ist über Gegenangriffe, aber ich finde, das kostet so viel Zeit. Da baller ich lieber hier so halt durch. Wenn man da wirklich einige abarbeiten muss, ist das, dauert es sehr, sehr lange, finde ich persönlich. Dann mache ich es halt lieber so nach und nach. Auch wenn die Gegner jetzt nicht wirklich viel geben. Ja, jetzt hier der Erste, der ein bisschen mehr gegeben hat.
Aber Hauptsache, wir können die Mine immer durchgehend suchen. Das ist für mich halt das Wichtigste. Den brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Braucht man den Trolltrakt? Was sagt ihr denn, so eure Erfahrung? Die können wir halt auch pushen. So. So. Ein relativ schlichter Troll. Mega nice. Haben wir aber Verteidigung jetzt auch ein bisschen hochgepusht. Jetzt sparen wir halt wieder, damit wir das Tor der Unterwelt geht nicht. Genau hier. Unseren Gladiator-Trainer nochmal pushen können, damit das hier auch vorangeht. Ich denke mal, morgen Mittag oder so werden wir es haben. Morgen Nachmittag, wenn ich Feierabend habe. Und dann sollte das auch cool sein, Freunde. Komm, ich will jetzt mit euch eigentlich. Tada! Level 224 sein ist das auch schon. Ja, auch so, dass das dann wirklich jedes Mal mit angezeigt wird. Nehmen wir hier das meiste Gold mit. Weißt du, wenn meine Helden alle auf 200 sind, Kunigunde habe ich jetzt nur höher gemacht. Wenn die anderen auch sind, dann pushe ich erstmal wieder in meine Werte rein. Geschick ist halt auch sehr, sehr teuer, aber Ausdauer könnte ich zum Beispiel so pushen, dass das auch 100k kostet. Und ja, dann sind wir da auch, denke ich, fast bei 8 Mille. Und dann ist das auch schon ein sehr enormer Wert, wie ich finde. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Das Stream war mega erfolgreich generell. Das Epic-Wochenende, die Aufrufe waren sensationell. Was heißt sensationell? Auf jeden Fall doch schon. Ja, besser als die Tage davor, will ich meinen. Das gestrige Video, beziehungsweise das, was am Samstag kam, hatte 84. Das von gestern Sonntag hatte 50. Aber am Samstag gab es ja auch den Stream, der auch zumindest durchweg sehr gute Zuschauerzahlen hatte. Er hatte tatsächlich allerdings halt weniger Likes, was ich persönlich schade fand. Ja, weil sehr viele Leute haben reingeschaut, aber weniger haben irgendwie geliked oder so. Oder YouTube ist kaputt. Aber auch der hatte knapp im Nachhinein jetzt auch 100 Aufrufe. Also YouTube-mäßig und Ingame-mäßig einfach sehr erfolgreich gewesen das Wochenende. Und dafür nochmal ein dickes, fettes Dankeschön. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.